Inflation, Renditen und die Fed, das stinkt zum Himmel, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen mal heute kurz ein paar Widersprüche zeigen, was da irgendwie nicht funktionieren kann, was da nicht wirklich logisch ist, was sich widerspricht. Entweder stimmt das eine, dann ist das andere falsch, oder das andere ist richtig, dann ist das eine falsch. Also das ist irgendwo nicht konsistent, und ich will mal ein paar Schlaglichter werfen, was da eigentlich passiert. Wir sehen, dass die Inflation durch die Decke schießt, die Renditen fallen und die Fed still und heimlich den Märkten Liquidität entzieht. Die Aktienmärkte auf Allzeithoch, der S&P 500 zumindest, das unter A dünnsten Umsätzen, B unter kaum einer Marktbreite. Wir haben nur 386 Aktien mehr, die steigen als fallen, und das bei einem neuen Allzeithoch. Alles nicht so wirklich schön, alles nicht so wirklich stringent, aber schauen wir uns die Geschichte einfach mal an. Wir sehen hier die Rendite gestern bei, nicht die Rendite, sondern die Inflation zum Vorjahresmonat 5%. Gleichzeitig gehen die Renditen nach unten, die 10-jährige US-Staatsanleihe 1,44%. Kann irgendwie nicht hinkommen. Da müsste man dann stark davon ausgehen, dass die Inflation wieder zurückkommt. Sonst kann ich ja praktisch das Geld gleich in den Wind schießen. Wenn ich also für eine 10-jährige 1,44% Rendite bekomme und die Inflation 5% ist, naja, dann mache ich so knapp 3,6% Verlust mit dieser ganzen Geschichte. Funktioniert nicht. Also das Mantra der Fed, Inflation vorübergehend, der Markt scheint es zu glauben, oder die Fed versuchte den Märkten Glauben zu machen, dass sie es glauben sollen. Genauer gesagt, wir sehen nämlich hier in der oberen Grafik, dass die Inflationsüberraschungen, also wo die Daten in Sachen Inflation höher reinkommen als erwartet, deutlich, deutlich nach oben geschossen sind. Gestern die Zahl ja auch deutlich höher als erwartet, während auf der anderen Seite die Wirtschaftsdaten schwächer waren als erwartete zuletzt, also praktisch die Daten schlechter reinkommen als erwartet, und diese Spanne, die wird immer größer. Die Inflation schießt nach oben, die Daten schießen nach unten. Das deutet auf ein gewisser Weise stagflationäres Szenario hin, also dass die Wirtschaft nicht mehr wirklich wächst, aber die Inflation weiter hoch ist. Und wir sehen hier unten jetzt den Rückgang der 10-jährigen Anleiherendite, und das angesichts dieser Zahlen. Das ist jetzt die geringste Anleiherendite, die wir jemals in Relation zur Inflation hatten, die geringste bisher. Davor, als eine Inflation bei 5% war, dann lag die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 4,5%, also 3% höher. Crazy times, wie hier richtig Andreas Steno Larsen sagt. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, die Fed hat ja verschiedene Umfragen in ihren Distrikten, Dallas Fed, wie sie alle heißen, da gibt es verschiedene Parameter, an der Firmen teilnehmen. Und hier zeigt sich, dass diese regionalen Umfragen praktisch sehr genau vorhergesagt haben, dass die Daten bei 5% reinkommen. 5,1% war da die Erwartung, oder war das Modell, das das nahegelegt hat. Wir kamen gestern rein bei 5,0%. Jetzt aber sagen diese Umfragen, dass wir wahrscheinlich im nächsten Monat, also wenn im nächsten Monat dann die Zahlen aus Juni veröffentlicht werden, wohl bei 5,75% Inflation wären, und das wäre sozusagen eine Art Schock für die Märkte nach meiner Auffassung, denn man rechnet ja damit, dass schon aufgrund des Basiseffektes hier ein deutlicher Rückgang kommt. Aber kommt der wirklich? Die Märkte sind derzeit überzeugt davon, aber nicht so ganz widerspruchsfrei. Zum Beispiel die Bank of America sagt, nee, Leute, wir glauben das nicht. Es gibt ja schon Argumente, die dafür sprechen, dass hier einige Faktoren transitory sind, vorübergehend sind, aber andere sind es nicht, die werden bleiben. Und man zeigt hier zum Beispiel zwei Grafiken. Das erste sind die Firmen, die ihre Preise anheben. 40% aller Firmen tun das im Mai. Das heißt, fast jedes zweite Unternehmen hat im Mai seine Preise angehoben. Und unten sehen wir die JOLTS, die Job Openings. Wir sehen, dass so viele Jobs angeboten werden, nämlich über 9,2 Millionen, wie noch nie. Das bedeutet, dass die Firmen händeringend nach Arbeitskräften suchen, teilweise höhere Löhne bieten müssen, damit sie diese Arbeitskräfte bekommen. Lohnpreisspirale wäre die logische Folge. Und so sind wir hier, diese Grafik hatte ich gestern schon mal gezeigt, von Nordea, wohl jetzt in dem Punkt, wo so eine gewisse Complacency herrscht, so eine gewisse Vertrauensseligkeit. Man sagt sich, bah, transitory, das wird vorübergehen, das wird nicht lange dauern, aber man wird sich dann wahrscheinlich zunächst mal bestätigt sehen durch die Daten, vielleicht, das ist eben die große Frage.
Und dann wird man feststellen, nee, es ist doch nicht so transitory. Das sind einige Komponenten, die oben bleiben und damit geht die Inflation nicht zurück. Damit stimmt die Relation zu den Anleiherenditen nicht mehr und es stimmt auch nicht mehr die Relation zu den Aktien. Dazu gleich mehr. Wir sehen hier nochmal ein paar scheinbar bestätigende Elemente. Okay, das sind die sogenannten Covid-sensitiven Elemente, die Komponenten, die hier deutlich gestiegen sind. Used Vehicles, also gebrauchte Fahrzeuge etc. etc. Es gibt Gründe, warum manche Punkte wirklich transitory sind, aber andere eben nicht. Denn wir sehen ja jetzt insgesamt eine Wirtschaft, die sich wieder öffnet, die beginnt heiß zu laufen, Nachholeffekte etc. Und auf der anderen Seite haben wir praktisch global eine extreme Politik der fiskalischen Ausgaben, des Stimulus. Wir haben die Notenbanken all das koordiniert und das ist laut Peter Hopper von der Deutschen Bank oder Hooper, der sagte, this is why this time is different for inflation. Das sei die größte Wende seit der Ära von Reagan und Paul Volcker. Also da ist etwas anderes. Auf der anderen Seite sehen wir unten, die Inflationserwartungen fallen. Wir kriegen immer höhere Inflationsdaten rein, aber die Inflationserwartungen fallen. Hier die verschiedenen Break-Evens, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre. Alle zeigen nach unten. Man erwartet also, dass diese Inflation irgendwie wieder nachlassen wird. Aber wenn das so ist, dann würde das ja bedeuten, dass die Wirtschaft nicht so wirklich boomt. Dann wären wahrscheinlich die Konjunkturerwartungen, die ja auch sehr optimistisch sind, ein bisschen übertrieben. Also passt nicht so richtig zusammen. Entweder ich erwarte Inflation, dann bin ich für die Konjunktur optimistisch, oder ich erwarte keine Inflation, dann muss ich für die Konjunktur pessimistischer werden. Das wiederum wäre dann auch für die Aktienmärkte nicht so toll. Jetzt ist ein neuer Durchbruch versucht worden in Sachen Infrastrukturprogramme hier in den USA. Da hat es jetzt eine Bipartisan Group, also eine Gruppe, die da verhandelt von beiden Parteien, Republikanern und Demokraten. Die scheinen sich jetzt geeinigt zu haben auf ein Paket von 1,2 Billionen für die nächsten 8 Jahre. Eine Billion erstmal für die nächsten 5, dann 1,2 Billionen für die nächsten 8. Insgesamt also davon 579, die neu ausgegeben werden, ohne dass man die Steuern erhöht. Das geht also dann offenkundig direkt rein wieder in die Neuverschuldung. Hurra! Aber es ist wieder jetzt eine Annäherung in Sachen Infrastruktur. Und das könnte, wenn es denn durchkommt, das ist noch nicht sicher, aber das könnte bedeuten, dass dann eben dieser inflationäre Druck doch stärker ist. Denn das schafft ja Nachfrage, wenn die Amerikaner hier ein so gigantisches Programm auflegen. Insgesamt sehen wir, dass jetzt der Money Supply, also Geldmenge M2, ist um 31% gestiegen seit dem Ende 2019. Die Amerikaner haben 50% mehr ausgegeben oder die USA haben 50% mehr ausgegeben. Jetzt wollen die Demokraten ja 4 Billionen für diese Infrastruktur plus soziale Wohltaten. Da spielen die Republikaner nicht mit. Man wird sich vielleicht irgendwie auf diese Infrastruktur einigen, aber man sieht, da sind natürlich inflationäre Tendenzen auch schon durch die Politik, der vor allem durch die Regierungspolitik in Washington, aber letztendlich ja überall, die Notenbanken drücken drauf, die Staaten retten alles, was nicht zu retten ist und geben Geld aus. Also das ist schon eine Tsunami-Welle, die da läuft und gleichzeitig fallen die Renditen, passt nicht zusammen. Passt auch nicht zusammen, dass die Fed jetzt zwar auf der einen Seite ein neues Allzeithoch in ihrer Bilanz erreicht hat, nämlich 8 Billionen, ganz frische Daten. Erstes Mal, dass diese Marke geknackt wurde. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass wir gestern zum Beispiel bei diesen Reverse Repos einen neuen Rekord von $538 Milliarden erreicht haben. Das heißt, die Fed bietet an, hier habe ich Staatsanleihen, die ihr praktisch gegen Cash tauschen könnt, liebe Banken. Die Banken geben Cash, bekommen die Staatsanleihen. Das ist einer der Gründe offenkundig, warum auch die Renditen sinken, weil die Banken Bedürfnis haben nach irgendwas, was noch irgendwie Rendite bringt. Das ist die 10-jährige US-Staatsanleihe, immerhin 1,4%, auch wenn die Inflation bei 5% ist. Aber was soll man mit dem Cash machen? Dafür gibt es ja gar nichts. Also parkt man das bei der Fed, kassiert dafür diese Staatsanleihen kurzfristig. Neues Hoch, wir haben jetzt praktisch einen Rekord nach dem anderen. Das bedeutet faktisch, dass die Fed wahrscheinlich versucht, damit
A, schon ein bisschen ihren Staatsanleihenbestand zu reduzieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite versucht, Cash aus dem, überschüssiges Cash aus dem System zu ziehen, damit die Inflationsgefahren eben nicht weiter steigen. Und wir sehen hier, dass jetzt die sogenannte Treasury General Account, das ist praktisch ein Konto, das die Fed bei ihrer eigenen New Yorker Fed unterhält und das angelegte wurde durch genehmigte Gelder, durch die Politik, die aber nicht ausgegeben werden oder ausgegeben worden sind. Und jetzt führt man dieses Geld wieder zurück. Das heißt, diese Liquiditätsquelle, die versiegt ein bisschen auf der einen Seite. Also zieht die Fed, versucht sie aus dem Bankensystem das Cash ein bisschen wegzusaugen und sie versucht jetzt auch ihr eigenes Cash ein bisschen zurückzuführen, um eben diesen Liquiditätstsunami nicht zu groß werden zu lassen. Interessante Entwicklung. Kommen wir jetzt zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Auch da zeigt sich Interessantes. Wir haben ja gesehen, Tech hat besonders profitiert, denn die Anleiherenditen fallen. Das gefällt, das schmeckt Tech normalerweise sehr gut. Wir sehen aber, dass diejenigen, die sonst normalerweise von höherer Inflation profitieren, von Reopening der Wirtschaft, von Wirtschaftsboom profitieren, nämlich Energie, Finanzwerte, Industrials und Materials, die waren gestern alle auf der Verliererseite. Während wir dann so defensive Sektoren wie Utilities, Real Estate, Healthcare als die großen Gewinner gesehen haben. Also defensive Sektoren sind im Rallye-Modus, die offensiven Sektoren sind in Defense-Stellung. Auch das nicht so wirklich logisch. Wir haben gestern ein regelrechtes Massaker gesehen. Bei den Meme-Stocks wie Wendy's, wie AMC, wie Clover Health, wie GameStop, also die sind alle verprügelt worden aus verschiedensten Gründen. Deswegen auch der Russell 2000 gestern negativ im Gegensatz zu den anderen Indizes. Aber hier vielleicht so ein bisschen Risikoaversion sichtbar. Und das große Problem für die Aktienmärkte insgesamt ist, wenn jetzt die Inflation nicht zurückgeht, und ich hatte vorhin gezeigt, es deutet darauf hin, dass wir nochmal im nächsten Monat sogar eine noch höhere Zahl bekommen, wenn diese regionalen Indizes stimmen. Dann haben wir natürlich ein Problem für die Aktienmärkte, denn wir haben jetzt die Real Earnings Yield negativ und wir haben auch die Real Dividend Yield, also die Dividendenrendite minus Inflation oder eben die Gewinne minus Inflation, die sind negativ und das ist für die Aktienmärkte normalerweise nicht so gut. Das heißt nicht, dass wir jetzt unmittelbar fallen, um das nochmal klarzustellen. Wir haben nächsten Freitag Hexensabbat. Bis dahin könnte es so weitergehen, erstmal auf diesen Niveaus, dann werden die Market Maker ein bisschen ihre Gamma Exposure reduzieren, so meine Vermutung. Das heißt, Absicherungsgeschäfte, die auf der Longseite platziert wurden, die werden dann überflüssig und dann wird es interessant. Ich sehe bald einen richtigen Wohlerschub auf uns zukommen. Und jetzt scheint ja alles so wahnsinnig ruhig, so irgendwie so sommerlich, als wären wir alle schon im Sommerurlaub, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Dünne Volumina, irgendwie so diese Complacency an den Märkten, wo soll schon passieren, die fällt der Bild uns aus. Es ist eine etwas merkwürdige Situation, die irgendwie zum Himmel stinkt mit Inflation, Renditen, Fett, die Liquidität entzieht. Irgendwie passt das alles nicht zusammen, da sind Widersprüche und die werden aufgelöst. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren sonnigen Freitag, meine Damen und Herren. Sag Servus und Ciao.